Wir haben eine Mini-Stereoanlage von Yamaha mit CD, die heißt CRX330, da gibt es viele ähnliche davon. Und die hat das Problem, dass das Display dunkel bleibt. Die CD-Schublade kann man auf und zu machen und sonst sieht man nicht, was man tut. Ich habe sie also aufgeschraubt, mir den Schaltplan besorgt, den gab es im Netz. Und habe mal das ganze Netzteil nachgemessen und alle Betriebsspannungen sind mehr oder weniger in Ordnung. Und was ich gefunden habe im Schaltplan, ist, dass die Heizung der Displayröhre nicht funktioniert hat. Das heißt immer, die hätte einen Verschleiß. Das war aber nicht so, sondern die Heizung konnte man auch nicht sehen. Ich habe sie gemessen, die hat 10 Ohm. Und zwar hier dran, die beiden äußeren Pins, da und da hinten, haben 9, irgendwas Ohm, die kann man messen. Das ist hier der Display-Controller. Und die eine Seite wird versorgt direkt mit einer festen Spannung, die kommt vom Netzteil. Und das Interessante ist, die rechte Seite von der Heizung wird gesteuert durch eine kleine Gegentaktstufe. Das heißt, das Ding wird mit Wechselspannung betrieben und dazwischen ist noch ein Kondensator und der ist natürlich sehr verdächtig. Bevor man die Displayplatine rausschrauben kann, muss man den Knopf abziehen und hier eine Mutter entfernen. Zwischen Display und Platte steckt der kleine Kondensator. Von der Messung her war er nicht so arg auffällig, bisschen weniger. Und dem habe ich einfach oben drüber einen Elko gelötet. Ich habe einfach den alten drin gelassen. Und daran lag es dann auch. Ich bin ziemlich sicher, dass da einige von diesen schönen Stereoanlagen auf dem Müll landen. Weil es heißt, das Display wäre verbraucht. Dabei ist nur ein kleiner Kondensator. Okay, läuft wieder. Goodbye.